Ihr Hauptziel war das verdammte Hotel, nicht irgendwelche Zivilisten. Wer sagte, das sei ein Rettungseinsatz? Wir dachten, die Zeit reicht, Sir. Soweit ich weiß, hat Turner hier das Sagen, nicht Sie. Gibt er jetzt die Befehle? Nein, Sir, das geht auf mich. Nur auf mich. Wir beide sind schuld. Gut, aber das Letzte, über das ich mir den Kopf zerbrechen sollte, ist, ob zwei meiner besten Männer Befehlen folgen, wenn wir kurz vor der größten Operation des gesamten Kriegs stehen. Denken Sie daran, dies ist die Speerspitze unseres Vormarsches zum Rhein. Wir müssen einen ganzen Wald sichern, damit der Konvoi durchkommt. Von jetzt an akzeptiere ich nur noch Höchstleistungen. Machen Sie Ihre ungehorsamen Ärsche abmarschbereit. Drei Wochen sind vergangen. Wir sind jetzt im Hürtgenwald und sichern ihn für den Konvoi zum Rhein. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich erst jetzt einen Brief öffne. Wenn's aus ist, wir sind für dich da, Kumpel. Ich hab dich gewarnt. Streber, lass ihn reden. Sie ist schwanger. Wow! Hey, das ist toll! Sieh an! Daniels wird schon bald zum Daddy. Sie wollte es mir sagen, aber ich war nicht bereit dafür. Okay. Ich hol mir noch einen Kaffee. Kommt schon, ihr Spinner, lasst ihn durchatmen. Aber ich will keinen Kaffee. Ich denke doch. Ich bin im fünften Monat und habe eine Hoffnung, die man nicht beschreiben kann. Tut mir leid, ich konnte es dir nicht am Tag vor deiner Abreise erzählen. Alle Mann sammeln! Wo ist Daniels? Davis hält eine Rede. Komm schon. Auf dem Weg. Und dann mal los. Und damit... Wir kommen mal wieder zu World War II. Der Hürtgenwald ist düster und nahezu undurchdringbar. Unsere Mission ist das Einnehmen von Hügel 493. Wer den Hügel hält, kontrolliert das Tal. Für unbedeutende Männer mag diese Aufgabe unschaffbar erscheinen. Doch unsere Division hat eine überaus stolze Geschichte. Im Ersten Weltkrieg haben wir als Erste einen deutschen Angriff aufgehalten. Als Erste einen Gegenangriff gestartet. Als Erste den Rhein überquert. Nichts hat uns aufgehalten und nichts wird dies je tun. Lieutenant, sagen Sie ihnen, wofür wir stehen. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ich kann Sie nicht hören. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ganz genau. Bereit machen zum Ausrücken. Die Pflicht zuerst. Zurück ans Werk. Amen, Bruder. Ausrücken in fünf. Amen, ja. Na gut. Was soll man hier aufnehmen? Was zu essen bringen. Er bewacht die Umgebung. Mache ich. Vielen Dank. Er bewacht das Tal. Sie haben Tausende von Nomen gezählt. Guten Morgen, Soldat. Guten Morgen. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Ein Gruß aus der Küche. Nur das Beste, was? Danke, Kumpel. Wie sieht's aus? Sieh doch selbst. Diese Kanonen lassen nicht nach. Das hört nicht auf. Ich habe gehört, ihr greift sie heute an? Das ist der Plan. Viel Glück da draußen. Danke. Ja, das könnten wir gut gebrauchen. Alle hier am Rauchen. Erstes Platoon, zu mir! Daniels, los jetzt, kommen Sie! Wo sollen wir denn hin? Okay, unser Ziel ist die Zerstörung der Artillerie auf dem Hügel, damit wir den Wald halten können. Zuerst stoßen wir zum zweiten Platoon am Fluss, dann rücken wir auf. Ich hasse es, wenn die NPCs schneller rennen als ich.
Oder, naja, langsamer, also ein bisschen Schleiches gucken. Da ist er! Davis hat den größten gepanzerten Konvoi zusammengestellt, den es je gab. Wenn sich die Krauts deswegen nicht in die Hose machen, weiß ich auch nicht. Es ist immer noch eine lange Fahrt zum Rhein. Deshalb müssen wir diese Kanonen ausschalten und sie am Leben halten. Passt auf eure Ärsche auf. Ihr seid in der Todesfabrik. Hey, Sass. Macht die Kälte deiner alten Wunde zu schaffen? Weil meine Oma mit ihrer Hüfte jeden Winter... Sehe ich etwa aus wie deine Oma? Jetzt, wo du es sagst. Leck mich am Arsch. Kann meine Oma machen. Was für eine schöne Vorstellung. Alle Mann zu mir! Max, wie kommen Sie zurecht? Die Schweine greifen uns dauernd an. Die nächste Welle kann jeden Moment kommen. Okay, erstes Platoon, helfen wir diesen Jungs. Vorrücken, die Front zurückerobern. Verteidigungslinie einrichten. Die Minen aufnehmen und MGs bereit machen. Wirklich, Huber, zur Brücke vorrücken und Bescheid geben, wenn ihr Bewegung seht. Wir müssen diese Verteidigung stärken. Minen platzieren. Sir, ich dachte, wir greifen die Artillerie auf Hügel 493 an. Wir können unsere Linie nicht ungeschützt lassen. Wir rücken zum Sammelpunkt vor, sobald die Brücke gesichert ist. Wenn ich mir die Krater hier ansehe, wir sind auch nicht für die leichten Aufgaben hier bereitet. Seht ihr diese deutschen Panzersperren? Hier kommen unsere Panzer niemals durch. Ja, genau darum geht es. Kraut, komm durch den Nebel! Feuerpositionen! Bereit machen zum Angriff! Angriff! Ich kann dir nicht helfen. Ja,
Versuchen Sie, eine Panzerschreck zu finden! Hab ihn erwischt! Sich im Süden! Shit, ey. Versuch die Feindlinie nach Panzer streckst! Gerade nach! Heilung, da los! Ja, bereit für Munition! Der Panzer ist zerstört! Okay. Wir teilen uns in zwei Teams auf. Pearson, Sie gehen nach Norden über die Brücke zum Hügel. Ich folge dem Fluss mit einem Trupp, um Ihnen Deckung zu geben. Treffpunkt ist am Fuß von Hügel 493. Wir sehen uns. Ja, sei vorsichtig da draußen. Ja, du auch. Hoffentlich war es eine gute Idee, uns aufzuteilen. Wenn wir die Deutschen über diesen Fluss lassen, würde das die ganze Mission gefährden. Deshalb schützen wir Pearsons Flanke. Die Aufteilerei ist genau die Scheiße. Es ist nicht mehr weit bis zum Fuß von Hügel 493. Wir müssen nur dem Fluss folgen. Unten bleiben. Wir müssen sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Testen wir ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Wenn jetzt, unten bleiben. Hä? Wohin gekriegt. Doch.
Ah, Gott. Steh auf, Red. Ich kenne dich besser als sonst jemand, daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt oder überhaupt. Paul? Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf. Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf. Okay. Ganz genau. Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaub an dich, kleiner Bruder. Paul. Paul! Wir sehen uns daheim, kleiner Bruder. Briggs! Gott! Okay, wir haben noch eine Pistole anscheinend. Ich muss den Sammelpunkt finden. Oh mein Gott. Okay. Am besten wär's hier rechts lang. Jo, geil. Dachte, sie hätten es nicht geschafft, Daniels. Mir geht's gut. Wie lautet der Plan? Wenn wir den Fluss finden, können wir den Sammelpunkt erreichen und unsere Jungs unterstützen. Ich bin bereit, Sir. Öffnen Sie die Tür. Ich gebe ja Deckung. Mach ich. Sieht so runtergekommen aus, um Schutz zu bieten. Wurde vermutlich aufgegeben. Ob sie wohl zurückkommen? Hoffentlich nicht in naher Zukunft. Haben Sie da draußen unsere Jungs gesehen? Nein, Sir. Hoffentlich haben Sie es bis zum Sammelpunkt geschafft. Ich suche nach Vorräten. Sehr schön. Progress. Nee, okay.
Hören Sie. Wasser. Der Fluss muss ganz in der Nähe sein. Ich hoffe, unsere Jungs haben Schutz vor der Artillerie gefunden. Wir werden ihnen helfen. Keine Sorge. Da ist der Fluss. Wir müssen ihm nur zum Sammelpunkt folgen. Und dann diese Kanonen. Scharfschütze! Wir müssen ihn auslocken. Unten bleiben. Okay. Oben in diesem Bunker. Wir müssen ihn rauslocken. Unten bleiben. Mir nach. Kopf runter. Er hat einen von uns. Flanken überbrücken. Vielleicht können wir ihn erreichen. Gehen Sie rein. Durchhalten. Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Hilf mir doch jemand! Halte durch, Kumpel! Shit. Aber ich weiß nicht, wie man die Leute rettet. Er hat einen von uns. Flanken überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Ziehen Sie rein. Durchhalten. Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Oh, hilf mir doch jemand! Hilfe! So, hilf mir doch jemand! Aus zu überraschen. Ich lenke sein Feuer auf mich. Sie kümmern sich. Ich gehe in die Deckung. Er ist nicht allein. Daniels. Rücken auf! Zu mir! Der Bereich ist gesichert. Aber dieser Soldat hätte nicht sterben müssen. Bewegung! Der Sammelpunkt ist in der Nähe. Mist. Das hinüber. Verstanden, Sir. Daniels, ich hab Munition.
Etwas Munition, Daniels. Ich brauche mehr Munition, Sir. Das ist für Sie, Private. Noch. Das war der letzte von ihnen. Gut gemacht, Daniels. An der Brücke sammeln, Männer. Wir besetzen die Mühle als Stützpunkt. Wenn Pearson hier eintrifft, rücken wir zum Sammelpunkt vor. Bin auf dem Weg, Sir. Nicht noch eine Brücke. Auf die Schießen! Sie zurückgeschlagen. Mach's auf, ja. Wir warten auf Pearson und rücken dann zum Sammelpunkt vor. Halt, Daniels, zu mir. Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los. Er hat nicht genug Männer. Ach, das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun. Bei allem Respekt, Sir.
Was, wenn Stiles recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels. Ich habe da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Boot der Normandie. Genau. Pearsons Trupp wurde bei Kasserine ausgelöscht, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert. Ja. Nun, ich traue mich nicht, Turner zu fragen. Aber wenn's dich interessiert,